Joya Rent wird Ihnen präsentiert von Seat. Und friendscout24.ch, Schweizer Partnerbörse. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Joya Rent. Heute aus Schaffhausen, ganz knapp an der Grenze zu unseren nördlichen Nachbarn. Die Grenze ist eigentlich gerade ein gutes Stichwort, denn an die müssen unsere Kandidaten heute auch gehen, und zwar an ihre physischen. Und wenn sie dabei nicht auf der Strecke bleiben, dann gibt es heute folgende Belohnung. Woran denkt man, wenn man Samba und Caipirinha hört? Richtig, an Brasilien. Dahin geht es für die Singles allerdings nur, wenn sie innerhalb von 44 Minuten ihre Reisebegleitung aufgetrieben und ihre Koffer gepackt haben. Etwas mehr Zeit, nämlich 66 Minuten, bleibt Ihnen, um eine Reise nach Wien zu gewinnen. Die Hauptstadt Österreichs gilt als eine der Top-Reisedestinationen Europas überhaupt. Du hörst mich in Stereo. Ja, ist viel besser. Okay. Wo sind eure Grenzen? Meine Grenzen? Gibt es etwas, was du nie würdest machen? Nie? Weniger, weil unser Risiko umso mehr Spass macht. Wie wär's mit dem? Du kommst sofort mit, suchen wir Konkurrenten für dich. Ich kann einen Mann aussuchen und gehe heute Abend in die Ferien. Wo hin? Brasilien oder auf Wien? Die Chefin kommt in einer Stunde. Wie soll man überreden? Die macht Büro da oben. Was ist im Gebäude? Mir nach. Da müssen wir schauen, ob das funktioniert. Ich die Leute zum Laden ausschicken, das geht nicht. Komm schon, bist du Single? Ja, und schon mega lang. Mega lang auch noch? Also, müssen wir dringend etwas machen. Komm, mach mit. Okay, ist gut. Wirklich, komm mit. Ja. Sehr schön. Ich bin Nina. Ich wohne in Neuhausen, ich bin zum Bald 21 und ich arbeite in einem Callcenter. Ich bin freakig, in meiner Freizeit bin ich hauptsächlich am Telefonieren und Chatten. Und sonst bin ich mega partysüchtig. Meine Begleitung sollte aufgeschlossen sein und zum einfach beim ersten Talk einfach Klick machen. Ich kann mich super gut verstehen mit ihm. Wenn er gar nicht so sein ist, in so ein Gigolo, Macho, wow. Nein, danke. Hallo, ist Ami. Versteckt. Sind die immer so schüch? Sind sie dann Single? Ich bin Single, ja. Nein, suche eben Frauen. Frauen? Hast du Lust, um in deine Ferien zu kommen? Wohin denn? Also in der Woche Brasilien oder Wien? Komm mit. Jetzt gerade. Ja, jetzt genau. Jetzt ist meine Konkurrentin. Bist du das Frau? Nein. Nicht mit einer Frau? Ich würde gerne mit dir kennenlernen. Hast du nicht Chef da? Nein, leider nicht. Chef bist du. Darf ich den mal anrufen? Wie heisst du? Sandra. Hallo Dani, Chef von der Sandra. Da ist Cheryl, die von Joya Rent, und ich würde jetzt gerne Sandra mit in die Ferien nehmen, wenn das geht. Ich hoffe, es ist okay. Und sonst schimpfst du mit mir nicht mit dir. Tschüss. Also er hat ja gesagt, hast du gehört? Ja. Dann gehen wir gerade verabschieden, dann gehen wir. Tschüss. Tschüss, wir nehmen sie jetzt mit. Ciao, ciao. Ich bin Sandra, ich bin 20, wohne hier in Herblingen und arbeite als Malerin. Ich würde sagen, ich bin ein sehr dominanter Mensch. Ich bin teilweise auch launisch. Das hängt immer davon ab, ob es nach mir geht oder nicht. Mein Ferienbegleiter sollte nicht langweilig sein. Er muss unbedingt spontan sein und jeden Scheiß mitmachen. Mädels, bevor wir jetzt eure Fitness testen, hier noch mal schnell unsere Spielregeln. Ihr habt 44 Minuten Zeit für die Hauptreise und 66 Minuten für die zweite Reise. Es stehen nicht zwei Joker zur Verfügung. Es hat zum einen den Auto-Joker und zum anderen den Callboy-Joker. Da drin wartet drei Mann auf euch. Viel Spass beim Aussuchen. Ja, der, schau mal, der hat ganz braune Haare. Der ist auch noch gross. Aber der hört blöde Musik. Ich will den Fußballer. Hunderte Schaffhauser Singles haben sich auf der Dating-Plattform von friendscout24.ch mit Foto und Pseudonym registriert. Von allen Kandidaten, die sich für die Sendung angemeldet haben, wurden drei ausgewählt und hinter Mangas versteckt. Der mein erster Kandidat hat ganz einen Haufen zu zählen. Er hat nämlich seine Texte selber schreiben und rappen. Der zweite Kandidat ist ein richtiger Scherzkeks, denn er liebt es, Leute zu verarschen. Und der dritte Kandidat sagt von sich selber, dass er zu wild ist für die meisten Frauen. Nicht mehr wundern, wie er das meint. Mädels, ja, gehen wir zuerst anschauen. Nummer 3. Ja, genau. Wie aus Kanone geschossen, Nummer 3. Ja. Gut, dann fahre ich hier noch schnell eure Sachen mit. Zum einen die Tasche, da ist Laptop und das Nattel, die ihr brauchen könnt. Den Koffer für eure Reisebegleitung. Und wenn ihr schnell alles bereit macht, muss ich mich auch schnell bereit machen. So, dann brauche ich jetzt schnell eure Hände zum Auto. Machen wir es so.
So, jetzt sind wir alle parat. Noch letzte Information. Je schneller ihr seid, desto mehr Geld gibt es für euch. Denn für jede Minute, die am Schluss übrig bleibt, gibt es 10 Stutz Feriengeld. Sind ihr parat? Ja. Ja. Dann sage ich, Joya, rennt! Wohin gehen wir? Am Münsterplatz. Wieso haben wir euch für die Nummer 3 entschieden? Oh, da muss ich echt merken. Ja, ich habe mir keinen gefallen. Und wieso muss sie das erklären? Du bist nicht drin gewesen. Nein, kein Grund. Was wäre die Hausnummer suchen? 22. Also, wir suchen jetzt einfach mal eine 22. Was? Ja, eine Frage. Entschuldigung, sind wir da am Münsterplatz? Oh, ja, wir sind da schon. Danke. Münster. Münsterplatz. Nein. Da hinten wäre 24. Nein. Dann ist es 22, oder? Wir sind hier falsch, dann können wir mal rüber. Ja, wir haben vorne durch. Dann gehen wir rüber. Da ist auch noch irgendein Münster drin. Münster, sorry. Also jetzt sind wir im richtigen Ort. Das ist 22. Das ist da. Wir gehen alle durch. Wir machen das Freunde. Oh, das ist offen. Wir müssen hier. Das ist etwas mit Kühen. Nein, da haben wir tote Fleisch. Ich möchte wie ein Mädchen. Wir sind da sicher falsch. Es ist doch Münster, wir haben Angst. Wir brauchen dich. Wo wohnst du? Da. Das schmeckt wie eine Metzgerei. Jawohl, ist es auch. Okay, gut geraten. Ja, ist gut, oder? Ja, wir nehmen dich mit, oder? Okay. Definitiv, provisorisch. Finde ich. Definitiv, okay. Definitiv finde sie auch. Und ich dem Fall auch. Willkommen bei uns. Ja, salü. Mein Name ist Thomas. Ich bin 21, komme aus Schaffhausen und ich arbeite als Lifestyle-Coach und im Sicherheitsdienst. Ich bin sehr wild und offen. In der Freizeit bin ich Eishockey-Schiedsrichter in der 4. und 3. Liga. Meine Reisebegleiterin sollte lustig sein, offen für alles und sie darf absolut nicht brüt sein oder langweilig. Thomas, schön bist du dabei, der Mädels, wo ist sie? Da hinten. Bleiben noch 35 Minuten für die erste Reise, das heisst Brasilien. Und sie haben noch 2 Jogs zur Verfügung, den Autojogger und den Cowboy-Jogger. Das heisst, du kannst nur ausgewechselt werden, junger Mann, gibt also Mühe. Ja. Und ja, jetzt geht es weiter. Und zwar gehen wir zu? Für mich. Zu dir heim. Ja. Okay. Halt. Du gibst ihm schon mal das Essen, super. Dann gebe ich gerne noch den Koffer. Packkessel, sagt man dem auch. Wir gehen jetzt zum Bus. Zum Bus, oh, ja. Genau. Gut. Was macht ein Lifestyle-Berater genau? Ja, verschiedene Sachen. Leute beraten, zum Beispiel Körpersprache und wie man auf Leute zugeht, wie man Leute anspricht. Wenn man Leute anspricht, zum Beispiel auf der Straße, jawohl, und fragt, ob sie mit Joyremi machen. Ja, genau. Okay. So. Ja, machst du es da? So viele Ausgänge oder hast du so einen? Meistens Deutsche oder so auf Zürich. Und was für Musik? Musik? Haus. Nur Haus? Nein, nicht nur. Das ist eigentlich alles. Ich ein Hardcore, Hardstyle, alles im Golfbericht. Ja, das wär's. Euch bleiben noch 32 Minuten für die grosse Reise. Ja. Wie sieht der Ausgang so aus? Durchtanzen oder an der Bar mit einem Getränk? Tanzen. Nein, tanzen. Nur tanzen. Tanzen, tanzen, tanzen. Tanzen. Und bei dir? Flirten. Flirten? Nein, meistens eher so indirekt. Wie tut ein Lifestyle-Coach indirekt flirten? Ich habe eine Kollegin, die hat einen Freund gehabt und die hat jetzt unter dem Freund im Bett eine Kiste gefunden mit Fotos von seiner Ex. Und ist sie mega ausgerastet und hat alles verbrennt, was sie gefunden hat. Yeah. Und ist ausgezogen und ist rausgebracht mit. Wie findest du das übertrieben oder nicht? Also, das wäre dein Einleitungsspruch? Zum Beispiel. Weil das bevor ist, du den auch kennst? Ja, zum Beispiel. Oder? Also ich weiß, ich gehe in Scheiße. Das wäre auch eine meine Reaktion. Ja, aber meine Lifestyle-Beratung, fleischst du dir einfach so oder bist du... Ah, also ein Kollege und ich geben eben Kurs in so Sachen. Ah, die gehen Kurs? Jawohl. Okay, und dann lernt man bei dir, wie man sich gerade anstellt und mit jemandem redet. Ja, nicht gerade an, so weißt du, was ich von der Seite. Von der Seite? Ja. Wie gefallen den Frauen? Ja, sind eigentlich beide noch herzlich, ein bisschen ausgefallen. Nein. No. Ich habe nicht gesagt, nein, ich habe gesagt, ja. Doppel? Also, wir sind da. Ich habe noch 23 Minuten für die Hauptreise. Er wohnt alles, Sandra? Ich allein, mit meinen 2 Kätzchen. Kätzchen sehr klein, ja, sind. Ja, ein kleines für ein grosses. Etwa 8 Wochen. Und was, 8 Wochen? Ja, ganz jung. Wirklich. Musst du mit dem Shoppen gross ziehen? Ja, nein.
Schon das Veli? Die Gross? Ja. Sieht schön aus. Ja. Ja. Ich habe mich richtig eingerichtet. Aufgeräumt, gell? Und goldige Blätter. Thomas. Also, ich weiß gar nicht, was alles. Ja, ich muss einfach. Warte, Hose. Wo ist dein Du, die andere habe ich noch nicht gefunden. Das ist Henry. Die Henry? Ja, es hätten zwei Männchen werden. Thierry und Henry von Thierry Ari. Und du bist riesen Fußballfan, oder? Okay. Ich jetzt Fußballspiel und ich habe Fußballfan. Ah, du shootest selber? Ja, ich glaube, ich bin fertig. Ach, können wir gehen? Schöne Wohnung für dich alleine. Ja, ja, alles ist groß. Super. Super. Wir haben alles schön eingepackt. Es bleiben euch noch 18 Minuten für die grosse Reise. So, wir fahren auf jeden Fall das Auto. Ja, genau. Also, auf jeden Fall das Auto. Ja, und wir müssen dich auch besprechen. Wir müssen dich ganz schnell losmachen, Thomas. Bring deine Frauen wieder zurück. Oder du gehst noch besser. Ich habe für ihn, ich meine, sympathischer ist nett. Der trägt dieses Zeug. Er sieht nicht schlecht aus, hat einen geilen Body. Bei mir ist so, ich finde ihn nicht ganz super. Und darum hätte ich 50-50 Chance, weißt du? Risiko. Das heisst, wir holen jetzt zurück, ja, und dann später, genau, diskutieren. Ja. Also gut. Thomas! Hoi. Mädels, behalte dich noch ein bisschen. Ja, gut. Ich dich wieder anbinden. Super. Und ihr wollt jetzt? Ein Auto. Das genau. Das Joya-Auto. Ja. Bringen wir es ins Spiel. Und, wodurch geht's? Zu mir auf Neuhaus auf Fuhrstrasse. Wie lange ist noch kein Sex mehr gehabt? Ja, etwa eineinhalb, zwei Wochen. Also, wie lange habt ihr schon kein Sex mehr gehabt? Ende Juli. Die Ferien vor zweieinhalb Wochen. Und also knutscht und so ist mir die letzte Woche erst her, aber ja. Und bei dir? Ja, das hättest du nur gemacht. Ja, gestern. Gestern? Wir singen nicht da. Ja, ich bin da, aber singen ist immer die geilste. Eben, ja. Also Handschellen habe ich auch die Haare sonst. Ich habe Ballerie-Badge die Haare. Ja, ich kann es nur mitnehmen. Stopp, stopp, so ist gut. Nicht weiter. Es bleiben noch 6 Minuten für Brasilien. Ui. Ui. Oh, Achtung. Oh. Da. Wer holt alles, Nino? Ich mit meiner Familie, der Schwester. Und? Eine mega freche Katze. Freche Katze? Ja. Hast du schon viele Schminksachen? Ja, ich bin mega tausend. Ich habe sogar ein Schminkköpfchen. Ein Schminkköpfchen? Ja. Nehmen wir das mit? Mach das mal auf einfach natürlich. Machst du? Das passt zu deiner Haarfarbe. So pink? Pink ist meine Farbe. Deine Lieblingsfarbe? Genau. Du, jetzt wollen wir aber all die Sachen erzählen, die du erzählt hast. Ja, ich kann nur mal dort hinten sind meine Schuhe, meine Nietenschuhe, das sind meine Babys. Und wenn dir jemand zu nahe kommt, dann ramst du die da. Ja, das sind Gummi, aber sie nehmen mich jedes Mal beim Zoll raus. Ja, das verstehe ich irgendwie. So, Mädels, jetzt habe ich schnell eine Frage. Wie sieht es aus mit dem Cowboy? Weil ich habe gesagt, ich will noch mal besprechen. Ohne ihn? Ja, das machen wir ohne ihn. Das wäre natürlich super. Gehst du auf den Balkon? Mädels, was? Auf den Balkon. Gehst du auch sünneln? Juhu! Bis später. Ich könnte eine Münze werfen und sie so entscheiden. Ich hätte hier 20 Leben, die entscheiden könnten, ob der Thomas drin bleibt oder nicht. Versuch mal den Call, was will ich auch, denke auch, weil ich habe das Gefühl, er interessiert sich gar nicht für uns, der Thomas. Und darum, ja, denke ich, ruhig. Ein neuer, der vielleicht ein bisschen besser ist. Puppi, genau, dann. Ja, versuchen wir es. Risikofreundin, genau. Die Dame. Ja. Schon? Ja. Sind Sie sicher? Genau. Dann tun wir den 20er wieder wegstecken. Ich darf schon. Und den Thomas tun wir auch wegstecken. Okay, ich bitte. Thomas. Ja. Wir haben gedacht, du interessierst dich gar nicht so gross für uns und so, weil du uns wenig gefragt hast. Und wir haben gedacht, wir tauschen dich. 50-50 Chance, aber... Vielleicht sind sie traurig, aber vielleicht auch nicht. Es tut mir sehr leid für dich. Ich hoffe, du bist nicht allzu fest traurig. Ah, nein, kein Problem. Ich muss dir das alles wieder, ja, wegnehmen. Das Spiel ist für dich leider vorbei. Findest du den Weg raus? Jawohl. Gut, in dem Fall bitte ich dich... den Weg rauszusuchen. Schön gesagt. Tschüss, Thomas. Ja, nicht für ungut. Nein, sorry, gell? Ja, Entschuldigung. Und wir jetzt den Cowboy spielen. Da kommt er. Sali, miteinander. Hallo. Du bist? Ich bin du. Ich bin Nina. Hoi. Hallo, ich bin Sandra. Hoi. Schön, bist du dabei, Michi? Der Mädels bleibt jetzt noch eine Minute für die grosse Reise. Also, wir müssen echt pressieren. Fliegen mal. Wir fliegen, genau. Und sie haben keinen Joker mehr zur Verfügung. Wir kommen jetzt zurück. Mit dem Bus. Im Bus. Da unten. Den Koffer hast du schon. Jetzt brauchst du noch eine Tasche. Wir müssen noch schnell Plätze tüscheln.
So. Wunderbar. Okay. Alles klar? Ja. Gehen wir. Du wohnst hier oben. Ja, Rosenholzhaus passt zu mir. Ja, alle, ja. Kommt gerade nichts? Kommt gerade nichts. Er ist 27. 17. Da kommt der E-Grad. Okay. Oder weniger verpasst, je nachdem. Jetzt haben wir dafür noch etwas Fragen. Genau. Ja. Hast du lieber Powerfrau, wirklich mega partysüchtig sind oder mehr ruhigere? Ja, nein, Frauen müssen recht können Gas geben. Aber eigentlich ist es grundsätzlich darauf an, ob sie Party machen oder nicht. Sie machen einen geilen Charakter und sie muss wissen, was sie will. Ich muss ganz kurz unterbrechen und euch mitteilen, dass die Zeit für die Grossreise also in Brasilien abgelaufen ist. Jetzt müssen wir Gas geben und geht es auf Wien. Ja, du wohnst schon daheim, oder? Nein, ja, ich komme mit Eltern. Sie nachdem sich aus dem Bad auch mal raus, um den Job ein bisschen gut zu laufen. Okay, du? Ich kann alleine. Alleine? Ja. Aber bist du so ein Typ, der bei Frau Gago-Preis oder ja, was auch nicht mehr hat auf den inneren Wert der Frau geschaut und hat die Frau gesagt, Frau, nicht einfach den Körper und so. Das kommt natürlich ganz drauf an, wenn es halt irgendwie auf einem One-Night-Stand rausläuft. So, das ist halt passiert, oder? Und wenn, wenn etwas Festes rausschaut, dann kommt schon auf, vor allem eben den Charakter drauf an. Was soll es denn rauslaufen? Ja, mal schauen. Zuerst mal in die Ferien und dann schauen, was. Wie es noch weiter könnte gehen. Ja, es sollte noch ein bisschen Gas geben, weil ja, ich so entscheiden was. Kurz und schmerzlos. Wieso so also, ich bin free. Ich wollte ein bisschen Scheiß haben, aber ich habe sehr gut ernst sein. Naiv bin ich gar nicht. Mit dir kannst du auf jeden Fall Spass haben. Ich muss ganz viel immer unternehmen. Ja. Und verwöhnt man manchmal auch gerne. Ach, ja, ich habe verschlafen. Raus, jetzt mag ich das Bett bringen. Für die okay. Also, 16 Minuten Mädels. Pucker up our passion spent. My heart's its art, your body's rent. My body's broke. Warum hast du pinkige Haare? Das ist einfach mein Style. Okay. Warum spielst du Fußball? Hast du vom Brüder da erst viel Fußball und darum spiele ich auch Fußball. Okay. Nothing else to do. Every main. Yes! Jawohl! Geil! Schön, es bleiben noch 12 Minuten, das heisst 120 Franken Feriengeld. Jawohl, geil. Super. Super. Und du, mein Lieber, gehst du auf Wien? Super, geil, mega. Für Brasilien hat's nicht gereicht. Dennoch ist die Freude bei den Kandidaten groß. Schließlich wartet mit Wien eine Stadt, die man einfach besucht haben muss. Als wir die Datenbank geschaut haben, ist mir der Tommy aufgefallen. Ich stehe auf Ältere und der Tommy war halt einfach der Älteste. Nina wollte den Tommy nehmen, was ich gar nicht wollte eigentlich. Aber ich habe es dann sein lassen, damit ich nachher die Chance hatte, um einen anderen zu wählen. Ich habe mega Freude, als sie mich gewählt haben. Ich habe es lustig gefunden, dann noch mitspielen können. Als ich den Callboy gesehen habe, habe ich gedacht, oh, Hammer! Haben wir das Richtige gemacht und super, konnte ich meinen Kopf durchsetzen. Mein erster Gedanke war, als ich die zwei Girls gesehen habe, wow, pink, das erste Mal. Ja, er hat sich wirklich interessiert, auch für mich und für Sandra. Er hat Fragen von sich selber, wir mussten ihn nicht löchern. Nina hat etwas mehr gepoolt, so wie ich gemerkt habe. Sie ist etwas mehr in die Offensive gegangen als Sandra. Sandra ist eine coole Frau, sie ist einfach voll das Gegenteil von mir. Nina war eigentlich eine faire Person, manchmal sehr zielstrebig. Manchmal musste es auch nach ihrem Kopf gehen. Sandra ist etwas scheicher und macht sie da etwas interessanter. Aber sie hat fast ein bisschen wenig geredet von sich selber auf dem Weg hierhin. Ich denke, der Michi wird mich wählen, weil Nina halt schon speziell ist. Und ich denke, über eine Woche könnte es mit ihr anstrengend werden. Heute haben wir zwei ganz unterschiedliche Frauen im Angebot gehabt. Zum einen die pinkige Fetischlady und zum anderen die blonde Fußballerin. Ob es sich für Sandra gelohnt hat, sich so fest für den Calbo einzusetzen, das wird sich jetzt herausstellen. An der Sandra hat mir gefallen, dass sie sehr sportlich ist, aber sie hat mir fast zu oft die zweite Geige gespielt. Und an der Nina haben die pinken Haare und dass sie noch daheim wohnt, nicht unbedingt für Pluspunkte gesorgt. Aber mit ihrem Power hat sie gut unterhalten. Ich bin nicht enttäuscht, er ist eh nicht so mein Typ, er ist okay. Und ich habe von Anfang an gedacht, dass er Sandra nehmen wird. Nina, denkst du, wenn der Cowboy nicht mehr gekommen wäre, wärst du jetzt auf dem Weg in die Ferien? Keine Ahnung. Ich sagen. Ja. Da, das hast du nicht vergessen. Nimm für ungut. Tschüss. Die beiden hauen jetzt auf Wien. Und wenn ihr sehen wollt, was sie dort erleben, dann bleiben drauf, ist schon erreist.
Ich gehe zu Sandra ihre Büsis hüten und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao zusammen. Gleich nach einer kurzen Pause siehst du, wie Sandra und Michi Wien unsicher machen. Ob aus den Schaffhauser Singles mehr wird, gleich hier in Sat 1. Joya Rent wurde Ihnen präsentiert von Seat. Autoemotion. Und friendscout24.ch, Schweizer Partnerbörse.